Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Es ist eine komplette Weltneuheit. Kampfkeks oder beziehungsweise Django spielt ein Kolosseum. Ich muss gestehen, ich habe, als ich noch Feldwebel war, habe ich auch oft ab und an mal ein Kolosseum gespielt, aber ich habe immer verloren oder keine Ahnung. Ich habe es nie richtig gecheckt. Und nachdem ich zurzeit eh nicht so competitive gegen Captains Majore spielen kann, habe ich mir gedacht, spiele ich doch einfach mal ein Kolosseum. Einfach um zu sehen, wie was sich so verändert hat in den 2, 3 Jahren, in denen ich jetzt kein Kolosseum mehr gespielt habe. Ja, wir haben hier einen Feldwebel, den zweiten Leutnant und den obergefreiten Team, Postimp. Ich habe auch keine Ahnung, was wir jetzt hier machen müssen, wie es ausschaut. Ich lasse mich jetzt mal komplett überraschen. Ich bin Kolosseum oder Kolosseen, was ist denn das? Die Mehrzahl, Kolosseen. So gewohnt, dass man einen alten Mann hat, mit dem man zu Einheiten rennt und die spawnen dann in deiner Burg, wo du Mauern hast und Türmen und die spawnen, keine Ahnung, regelmäßig und du musst Kills machen und für, keine Ahnung, 20 Kills kommst du in eine höhere Liga an Einheiten und man kriegt bessere Einheiten und verbessert sich dadurch immer und immer wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier genauso ein Kolosseum ist, wie ich es mir vorstelle. Ich bin eigentlich auch kein Fan von Kolosseum. Ich fand den Spielmodus Risiko viel, viel geiler. Ich habe den, glaube ich, erst zweimal oder so gespielt. Ich glaube, der wird auch nicht allzu häufig gehostet. Das ist vielleicht auch schon viel zu veraltet, dass man den heutzutage noch hostet auf Age of Empires 3. Aber den fand ich schon richtig nice, aber jetzt gehen wir mal hier ins Spiel und wir sehen schon, hier sind Einheiten, wo man hinrennen kann. Also es wird vielleicht ganz danach aus darauf hinauslaufen, dass es so ist, wie ich es mir vorstelle. Wir sind Team Gelb, also das heißt, wir sind hier. Geht schon los. Kann ich irgendwas machen? Nee. Also was haben wir denn hier am besten? Es sind viele Infanterieleute, also gehen wir mal. Gehen wir doch hier zu denen. Die kann man relativ gut micron. Und jetzt schauen wir mal, ob hier Leute stehen. Movasio. Gewatsche. Ich glaube, das ist Spanisch. Ja, diese Nachricht poppt die ganze Zeit auf. Alter Schwede. Also, was haben wir hier noch? Naja, genau. Noch nichts. Wir sehen, die möchten alle Langbogen machen. Langbogen sind nice. Das ist klar. 14. Was? Die haben 17 Schaden. Ja, okay. Aber die kann man nicht so geil micronen. Wir haben hier keine Rohstoffe. Wie schaut die Map aus? Okay. Ja. Ey, ich war so pisst. Haben die, wenn ich hier keine Einheiten jetzt bekomme. Hallo? Kriegt man die vielleicht gar nicht? Doch, jetzt bekomme ich. Oh, ich habe schon einen. Ich habe schon einen. Ey, ich habe ja eine ganze Armee. Habe ich jetzt. Ah, die Hotkeys funktionieren ja vom Multiplayer. Wie geil ist das denn? Ich würde sagen, auf ins Getümmel. Ich weiß nicht, wie viele Einheiten spawnen in der Zeit. Keine Ahnung. Wir schießen jetzt einfach mal die Mitte. Ja, leck mich fett, Alter! Jetzt weiß ich auch schon wieder, warum ich das Spiel scheiße finde. Weil ich keine Einheiten bekomme und die bekommen Einheiten. Junge Mann, der cheatet doch. Junge, ich bekomme 5 Blänkler. Warum bekomme ich Blänkler? Schaut euch das an. Hier ist der Blänkler und da ist der Arkebusier. Und was bekomme ich? Ich bekomme Blänkler. Ist mir eigentlich egal, solange ich Einheiten bekomme. Echt, dieser Spielmodus. Komm, wir holen uns jetzt einfach Langbogen. Haben wir einen. Ach, wir haben wieder 5 Blänkler bekommen. Ja, komm, lass hier die Kills farmen. Nein, das war mein Kill. Was haben wir hier so für Einheiten? Oh, Langbogenschützen, die sind natürlich echt nice. Wo haben wir denn hier Einheiten, die man leicht killen kann?
Alter, gegen Langbogen kämpfen sollte man eigentlich vermeiden. Nein, das ist mein Kill da. Das ist mein Kill. Ja, perfekt. Also er macht schon Spaß, der Modus, muss ich gestehen. Vor allem, man ist halt echt nur am sich gegenseitig killen. Sind das Imperiale? Alter, Imperiale sind die sogar. Da hätte ich vielleicht mal eher drauf achten müssen. Wir killen jetzt hier einfach die ganzen Low-HP-Units. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ich sollte mal einen Hotkey dafür machen, dass ich da auf meine Burg komme. Ja, perfekt. Alter Schwede, sind das viele Langbogen. Was soll ich denn mit so vielen Langbogen? Wir können ja mal kurz schauen, ob wir irgendwie vorangeschritten sind. Nein, wie viele Kills haben wir da schon? 85 Kills, der Kerl. Wie viele Kills haben wir? Wir sind gelb, Team Gelb hat. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Das ist ja auch eine komische Anzeige. Das ist ja echt ein geiles Micro, was der hat. Nein, ich will nicht, dass ich von drei Einheiten, drei Armeen gleichzeitig angegriffen werde. Das ist halt echt Langbogen-Style hier gerade. Langbogen rapen einfach alles. Wir haben hier eine Unit, die einfach killen kann, was sie will. Langbogen, mir stellt einfach die ganzen Langbogen hier aufs Feld. Wie viele Kills haben wir jetzt? Wo sehen wir das? Player 2. Wer ist ein Player 2? Bitte bin ich Player 3 wahrscheinlich. Warum kämpft er eigentlich gegen Cassadore gegen mich? So. Ja. Ich will jetzt mal wissen, wie viele Kills ich habe. Ich bin Player 3. Player 3 hat 68 Kills. Wow. Krasser Scheiß. So, 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 so. Wo sind die schon irgendwie vorangeschritten? Ne, da. Der Blaue. Ja, ich würde mal sagen, Blau weiß, wie das Spiel funktioniert und so. Der Blaue hat's drauf. Ich würde echt sagen, die Langbogen, sie rapen einfach. Also die Langbogen hier, die rapen gerade gar nicht. Die denken sich, komm, wenn ich kämpfe, der länger gewinnt, so ungefähr. Oder der länger lebt. Nee, wir kämpfen. Ich bin der klassische Kolosseum-Spieler. Ich werde von drei Seiten angegriffen. Wie geil ist das denn? Why do I only have normal Longbowman? Wer? Langbogenschütze. Gönnt euch diese abgefuckte Scheiße, Mann. Der hat doch Mensch 1. Wie geht denn das? Das ist ja. Das ist jetzt zu geil, Alter. I same red. Ja. Gönnt euch. Ihr könnt natürlich auch in Edge 1 gegen mich kämpfen. Ich habe natürlich damit kein Problem. Jetzt sollten wir langsam Kavallerie bekommen. Wenn ich wüsste, warum ich Edge 5 Einheiten habe und die nicht, würde ich das hier gerne beantworten. Der hat halt echt Langbogenschützen, ich habe Imperiale. Dieses Kolosseum ist einfach legendär. Und ich bekomme keine Einheiten mehr. Junge, ich will Ulane haben. Dieses Kolosseum es zerstört mich. Wir sollten jetzt langsam mal zurückgehen. Junge, jetzt bekomme ich imperiale Rotröcke. Sonst noch was? Kriege ich jetzt langsam mal. Ich bekomme einfach keine. Oh doch, jetzt bekomme ich sie. Und das wird nice. Sind noch immer 5, jawohl, 5 Ulane. Aber es ist normale Ulane, komischerweise.
Wir müssen die Langbogen wieder so verteilen, dass sie maximalen Schaden rausholen. So, wir gehen jetzt hier einfach mal hier hin und kämpfen. Ah, das ist ja, das ist so nice, das ist so nice. Alter, jetzt sollten wir doch von den Kills echt aufgeholt haben und so. 215 Kills, ja, läuft bei mir echt. Das einzige Problem ist, was ich habe. Wir haben zu wenig Ulane. Aber wir haben komischerweise H5. Wir haben echt H5 Langbogen, Jungs. Diese Langbogen, die rapen. Die rapen einfach alles weg. Das ist so witzig. Ist das ein Bug? Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal meine Langbogen schützen. Zumindest die mir noch bleiben. Retten. Er kommt halt echt mit Pikinieren. Also nachdem das vielleicht einfach nur ein Spielbug war. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Dass ich hier H5 Langbogen bekommen habe. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Spielbug ist. Hier. Oh ja, der Rote kommt jetzt mit Pikinieren. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der Rote ist echt Trockenfutter. Wenn es nicht so lacken würde, würde es vielleicht sogar Spaß machen. Komm schon, wir müssen jetzt die ganze Armee hier killen. Ich glaube, wir sind aufgestiegen. Okay, wir sind nicht aufgestiegen. Sind das Cazadore? Ja, die Cazadore können wir doch rappen mit Ulanen. Oder sind da auch Rotrücke dabei? Ja, sind gar keine. Schade eigentlich. Ich habe nur normale Ulane, was geht denn da ab? Ah, wir haben. Wir machen diese Meteorhammer, die sind richtig krass drauf, sage ich euch. Und die imperialen Langbogenschützen vom Anfang, die leben einfach ohne Ende. Jetzt haben wir hier schon Lanzreiter. Oh, wir sollten jetzt halt mal hier den Langbogen retten. Bekommen wir die Meteorhammer? Wir bekommen sie natürlich nicht. Was ist denn da los? Dass man da mal Einheiten bekommt, ehrlich. Bekomme ich Einheiten? Oh man. Ich stelle mich jetzt einfach hier direkt in die Mitte. Und wenn ich dann keine Einheiten bekomme, ne? Was machen denn diese Bogenschützen? Kill ihn! Turm! Kommst du dahin? Oh, wir kriegen Einheiten. Von den Kills haben wir. Wir sind Player 3, 318. Ja, der Player 4, der bekommt irgendwie auch immer die ganzen Einheiten, die er will, und ich bekomme gar nichts. Muss man halt leider so sagen. Wir haben halt jetzt echt Anti-Kavallerie-Einheiten und wir greifen keine Kavallerie-Einheiten an. Aber solange keiner auf uns schießt, ist das uns eigentlich recht egal.
Okay, jetzt sollten wir abhauen. Jetzt ist die Zeit abzuhauen. Ah, wir haben den Meteorhammer. Wir haben den Meteorhammer. Die Meteorhammer sind recht nice. Wie viele Meteorhammer haben wir? Oh, Kacke. Jetzt ist die Kacke am Dampf bei Rot. Weil jetzt ist seine Armee gefickt. Oder vielleicht bin auch ich gefickt. Es kommt drauf an, welche Age die sind. Das ist ja Age 5 gegen Age 1. Wer spielt denn so ein Spiel bitte? Age 5 gegen Age 1. Oder beziehungsweise im normalen Spielmodus und nicht. Ja, okay, dann ist er jetzt echt. So, der kriegt mal am besten auch ein Hotkey zugeteilt für Landsreiter. Wir gehen jetzt einfach mal auf Landsreiter. Alter, warum greifen die mich an? Bekomme ich die Einheiten, die ich möchte? Ah, ich krieg sie natürlich nicht. Meine Kavallerie blockiert sich gerade gegenseitig. Das ist ja noch Anti-Kavallerie. Alter, das ist ja alles gegen mich. Kann der jetzt mal bitte... Dieses Spiel mobbt mich. Das Spiel mobbt mich einfach. Wir gehen jetzt hier in die Mitte. Ist eine Wundertüte, welche Einheiten man bekommt, glaube ich. Die Einheiten, die ich dann am Ende habe, die müssen ziemlich lange überleben, weil... Ich meine... Mehr Einheiten bekomme ich von diesem Spiel nicht. Schaut es euch an, ich bekomme keine Einheiten. Ist das ein Bug oder was? Vielleicht müssen wir direkt hier stehen. Vielleicht bekommen wir jetzt Einheiten. Ich bekomme keine Einheiten. Ist okay, wir brauchen schon Einheiten. Bekomme ich Einheiten? Die einzige Einheit, die ich bekomme, sind Mannschuss, oder was? Oh mein Gott, und der Blaue, ich weiß echt nicht, was der in diesem Spiel hier überhaupt reißen möchte. Ich bekomme keine Einheiten mehr. So. Ja, Wahnsinn. Jetzt wollte ich euch echt ein geiles Kolosseum-Spiel zeigen und ich bekomme einfach keine Einheiten. Ja, läuft bei Age of Empires. Ja, greift mich an. Der einzige Spieler, der keine Einheiten bekommt, wird auch noch angegriffen. So, das wollen wir haben. Es muss doch wirklich irgendwas geben, wo ich Einheiten bekomme. This map is bugged. I can't get units. Five man two for 20 men. Sometimes they don't spawn when I move. Wenn das seine einzige Sorge ist, ich bekomme ja gar nichts. Oh man. Ich kriege keine Einheiten. Gönnt euch einfach mal diesen Mannschuh. Okay, der hatte kein Leben mehr. Sie haben eigentlich alle kein Leben mehr. Wir müssen jetzt das Maximale rausholen. I made this map for try it. I made this map for try it. Ja. Ich werde das YouTube-Video auf jeden Fall nennen. Hachengo survived. Okay, er survived überhaupt nicht, er ist gerade verreckt. Wo muss man sich denn an dieser Map hinstellen, dass man Units bekommt? Doppelsöldner, der bekommt schon Doppelsöldner und ich bekomme gar nichts. Ja, cool. Schönen Dank auch. Das war das geilste Kolosseum, was ich hier gespielt habe. Wir können uns die Kills anschauen. Ich habe 412 gemacht. Mit den wenigsten Einheiten. Das ist einfach der ultra Bullshit. Der bekommt 600 Einheiten und killt 140 lol blue. Ehrlich. Ehrlich jetzt. Ich bekomme keine Einheiten. I can't get units. Ja, von wegen. I can't get units. Sehe ich, wie der keine Units bekommt. Schaut euch mal an, wie der keine Units bekommen hat hier. Zack, ging's da hoch und bei mir.
Also ich denke, es wird auf jeden Fall demnächst nochmal ein Kolosseum kommen, was nicht so scheiße ist wie das. Für Leute, die wissen wollen, wie das Kolosseum heißt. Ihr müsst, wie sieht man das? Ich glaube, am Anfang habt ihr den Namen gesehen, also dieses Kolosseum ist bug, das braucht ihr nicht spielen. Ich denke, es wäre ein echt geiles Kolosseum gewesen. Es hat auch nicht geleckt oder so, aber was soll man machen, wenn man keine Units bekommt? Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Hust, hust. Und wir sehen uns beim nächsten Kolosseum, das nicht so furchtbar ist wie das hier. Der Rote, der will mich einfach fertig machen. Ist das Provokation? Ich bin raus und der killt hier noch meinen Mann oder was? Also, man sieht sich. Oder man hört sich besser gesagt. Ciao.